So, meine Lieben, mit kleiner Verspätung sind wir da. Aber jetzt sind wir da. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen im 1 Live Talk Radio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wie immer eine freie Themenrunde, eine freie Talk Radio Nacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht über was, meldet euch hier bei uns unter 0800 220 50 50 oder mailt unter der bekannten Mailadresse domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Roswitha. Hallo Roswitha. Hallo Domian. Du bist 52 Jahre alt. Richtig, ja. Hallo, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, also es ist Folgendes. Mein Ex-Mann, der hat vor circa anderthalb Jahren erfahren, dass er das Alpha-5-Syndrom hat. Das ist das? Also das heißt, er ist zweigeschlechtlich geboren. Ach, das, ja, das hat er vor anderthalb. Wie alt ist er denn? Er ist 39. 39? Ja. Und er hat das vor anderthalb Jahren erfahren. Wie hat er das erfahren? Ja, er ist dann zum Arzt gegangen, weil er also wirklich depressive Phasen hatte. Ja. Wurde dann auch weiter überwiesen zum Urologen und Psychologen. Mhm. Und da ist das dann eben rausgekommen. Also um es mal zu klären, äußerlich, optisch ist er ein Mann. Ja, ja. Mit klaren männlichen Geschlechtsmerkmalen. Richtig. Ist alles dran, was an einen Mann ran muss. Richtig. Mhm. Also es wächst ihm langsam im Busen, aber von ganz alleine. Ja. Und wie gesagt, er kommt da auch so gar nicht mit klar. Ja, was sind denn jetzt die weiteren Zeichen dafür, dass er zweigeschlechtlich, kann man das so sagen, zweigeschlechtlich geboren wurde? Ja. Ja. Ja, die Zeichen, das ist eben so, dass er ja sich als Frau fühlt und eigentlich auch als Frau leben möchte. Ja, obwohl er zweigeschlechtlich geboren wurde, ja, sagst du? Ja, er wurde dann aber wohl auch auf Drängen der Mutter dann wohl operiert. Es wurde ihm also das weibliche Innere, sage ich jetzt mal, ja, entfernt. Ach so, das heißt, als er auf die Welt kam, ja, ja, waren da schon auch im äußeren Bereich weibliche Merkmale, weiß man das? Ich weiß es nicht genau, weil er hat auch eine Narbe. Und ja, es ist also, ich kann es nicht sagen, die Mutter hat es nie gesagt, er wusste es also bis vor anderthalb Jahren gar nicht. Ja. Also eine Narbe am Geschlechtsbereich, ja, ja, die vielleicht auf eine angedeutete Scheide hindeuten könnte. Ja. Vielleicht, das heißt, das gibt es ja, dass Kinder mit beiden Geschlechtern auf die Welt kommen. Ja, richtig. Und dass das dann aber am Anfang... Er hatte eine ältere Schwester und die Mutter war dann wohl der Meinung, es müsste jetzt wohl mal ein Junge sein. Ja. Er ist erst 39. Ja. Leben die Eltern noch? Nein. Nein. Also sein Vater schon, nur da besteht kein Kontakt. Ja. Das heißt, er kann jetzt auch keine weiteren Nachforschungen angehen oder vielleicht Nein. doch, was damals war. Nein, der Vater war damals zu dem Zeitpunkt von der Mutter getrennt, der wusste das selber nicht. Ja. Und deswegen kann er da auf der gar nichts also machen ja. oder rausfinden. Ich weiß gar nicht, wie lange die Unterlagen in einem Krankenhaus aufbewahrt werden müssen. Ja, eben, und es ist ja auch gar nicht amtlich oder beziehungsweise er weiß ja auch noch nicht mal, in welchem Krankenhaus das dann vorgenommen wurde. Ja, aber man kann jetzt im Nachhinein sagen, aufgrund irgendwelcher Untersuchungen, dass es operative Eingriffe gegeben hat. Ja, richtig. Die hat es gegeben. Ja. 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 Aber das, wie lange warst du mit ihm zusammen? Also zusammen waren wir 10 Jahre. 10 Jahre. Mhm. Ja, und wir wären jetzt 16 Jahre verheiratet. Wir sind vor 3 Jahren geschieden worden. Vor 3 Jahren. Mhm. Ja, wir haben sogar eine gemeinsame Tochter. Ja. Und ja, und er ist halt eben so hin und her gerissen. Er würde gerne wieder zu mir zurück. Mhm. Und ja, aber es geht halt alles nicht so. Wie war das denn in der Zeit der Ehe? Also wenn du hast es erfahren vor anderthalb Jahren, wie er auch, da denkt man doch bestimmt viele Etappen so zurück. Gab es Anzeichen in seinem Leben, an ihm, die darauf vielleicht auch hingedeutet haben, dass er ein anderes Geschlecht letztendlich hat? Nein, das gab es nicht. Es gab wohl, wie gesagt, seine depressiven Phasen, wo er eigentlich nicht wusste, wo es herkam. Ja. Teilweise sehr aggressiv, sodass ihm dann auch die Hand ausgerutscht ist. Ah ja. Und es tat ihm auch hinterher immer sehr leid. Wie war eure Sexualität? Ja, es war im Anfang ganz normal. Mhm. Und dann teilweise, ja, zum Schluss hin so anderthalb Jahre überhaupt nichts mehr. Mhm. Mhm. Ja, und dann wieder mal ja. Ja, und wie gesagt, dann kam es dann zur Trennung. Und er lernte auch eine andere Frau kennen. Ja, also er ist schon er ist schon frauenorientiert. Ja, aber oder? Ich denke mal, es läuft mehr so auf die bisexuelle Schiene aus, denke ich.
Also es könnte auch mal ein Mann sein, oder? Ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, es wachsen ihm jetzt auch Brüste. Ja, sind also größer geworden und das, wie gesagt, von alleine. Er hat auch... Wohin führt das? Ja, das... wohin führt das? Ja, und die Frage ist, was passiert, vielleicht hat man ihm das ja erklärt und er hat es dir erzählt, was passiert in seinem Körper? Wohin geht die Entwicklung? Ja, also es ist so, dass der Hormonspiegel bei ihm also von alleine so ist wie bei einer Frau. Mhm. Wie sieht er, hat er Bartwuchs zum Beispiel? Ja, aber nicht so extrem. Mhm. Was sind denn seine Wünsche? Gibt es gar den Wunsch einer großen Operation? Ja. Den gibt es. Das heißt, er würde sich gerne auch äußerlich in eine Frau umwandeln lassen? Richtig. Wäre das denn für dich eine Option? Könntest du mit einer Frau zusammenleben, auch wenn diese Frau vorher dein Mann war? Ja, dadurch, dass wir sehr, sehr lange ja doch zusammen waren und ich ihn auch heute noch liebe, könnte es eventuell sein. Ich weiß es wirklich nicht. Wäre das dann nur so eine, was heißt nur, wäre das eine vielleicht eine sehr innige, freundschaftliche Bindung oder könntest du dir das auch im Sexuellen vorstellen? Ja, ich denke schon. Also ich kann es wirklich so jetzt nicht sagen. Wäre für dich auch dann eine ganz neue Erfahrung? Es wäre für mich also total neu. Mhm. Was ist denn bei ihm? Wie ist er orientiert zu dir im Moment? Wie ist seine Gefühlssituation zu dir? Ja, also er, wie gesagt, ich kriege nachts manchmal SMS oder er kommt sogar teilweise zu mir her und wir reden dann sehr viel und ja, es ist eigentlich... So, sucht er dich als Freundin oder sucht er dich als Partnerin? Er sucht mich als Partnerin. Als Partnerin, mhm. Ja. Gibt es denn im Moment, wenn ihr seid nun nicht mehr zusammen, gibt es im Moment auch erotische Erlebnisse? Ja. Das gibt es? Ja. Und das macht ihm auch noch als Mann in einem männlichen Körper Spaß? Ja. Ja? Mhm. Ich stelle es mir sehr erschütternd vor, wenn man so etwas erfährt, was mit einem los ist. Wie sehr hat diese Information... Ich bin eigentlich gar kein Mann. Ich bin zumindest auf jeden Fall zweigeschlechtlich geboren. Was hat diese Information mit ihm gemacht, mit seiner Psyche? Ja, er war völlig fertig. Wie gesagt, er rief mich dann an, kam vorbei, er sagt, ich muss mit dir reden. Und ja, dann haben wir hier gesessen bei mir. Mhm. Er hat es erzählt und also ich war so geschockt. Mhm. Wir haben dann beide geweint. Mhm. Ne? Und wie gesagt, seitdem haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis zusammen. Als das an den Tag kam, soweit ich das gerade richtig verstanden habe, wart ihr aber schon getrennt. Ja, da waren wir schon getrennt. Wart ihr schon geschieden, genau. Mhm. Warum kam es eigentlich zu der Scheidung damals? Ja, eben durch seine depressiven Phasen und weil er eben ja mir nicht weiter wehtun wollte. Mhm. Also... seid ihr in einem ganz komplizierten Geflecht lebt Richtig. Ihr. Und das ist noch lange nicht geklärt, wohin das führt. Genau, das ist lange nicht geklärt und wie gesagt, das nagt auch an mir, ne? Mhm. Aber ich meine, du hast ja einen wichtigen Satz gesagt. Ich liebe diesen Menschen, hast du gesagt. Richtig. Ne? Das ist jetzt sogar erstmal egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ja, richtig. Das ist ja eine große Aussage, finde ich. Ja. Das ist ja die größte Liebesaussage, die man überhaupt machen kann. Richtig. Ja, finde ich beeindruckend. Und wenn du sagst, ja, vielleicht, unter Umständen kann ich mir das sogar vorstellen, wenn es eine Frau ist, weil er ist es ja. Also die Person, Die Person. Finde ich toll, finde ich großartig, muss ich sagen. Ja, aber trotzdem, es ist doch ein ganz komisches Gefühl, ne? Klar. Du sagst, ihr habt auch Kinder. Eine Tochter. Wie alt ist die Tochter? 13. Ist die informiert darüber? Ja, wir haben es ihr gesagt. Wie geht sie damit um? Es ist ja auch noch ein schwieriges Alter, so mit 13, wenn man dann so eine Nachricht, die ist ja schon für einen Erwachsenen schwer zu verstehen. Ja, richtig. Wie habt ihr es dem Kind beigebracht? Ja, wir haben gemeinsam mit ihr hier gesessen und haben ihr das also versucht zu erklären. Mhm. Also die erste Reaktion, erstmal hat sie ganz erschrocken geguckt. Mhm. Und das zweite war dann, Papa, ich hab dich trotzdem lieb, du super. Kannst ja nichts dafür. Ja, das ist doch toll. Ja, das war für uns auch, also. Das ist doch super. Das heißt, das Verhältnis zu dem Kind ist nicht gestört, deshalb. Nein, überhaupt nicht. Großartig, das ist für ihn ja auch wichtig, ne? Dass er dann sein Kind weiter hat, die Bindung zu dem Kind. Und wie gesagt, wenn die Bindung zu dir da ist und du kannst das, finde ich das hochrespektabel.
Ja, klar, aber es ist halt doch ja irgendwo ein komisches Gefühl. Mhm. So komisch, dass du manchmal denkst, ich kann damit eigentlich auch manchmal gar nicht richtig umgehen und das zehrt mir zu sehr an meinen Kräften? Ja, manchmal ja, aber dann wiederum sage ich, Mensch, nee, du kannst ihn jetzt nicht so hängen lassen. Ja. Ich meine, wir haben uns wirklich sehr geliebt. Ja. Vielleicht wäre eine Idee für dich, dass du nach einer Selbsthilfegruppe suchst. Ja. Von Partnern, die so etwas Ähnliches erleben wie du im Moment. Gibt es bestimmt. Ja, ja. Können wir dir behilflich sein, wenn du gerne möchtest? Ja. Ja. Machen wir doch glatt. Dann würde ich dich bitten, jetzt aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Alles klar. Aber ich spüre da sehr viel Liebe, was du da erzählt hast, durch die Worte, die du, wie du es berichtet hast. Ja, das ist auch so. Finde ich schon toll, wirklich. Ja. Alles Gute euch und einen schönen Gruß und liebe Grüße an, ich sag mal, deinen Mann. Ist es ja noch so, ne? Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr mich auch gerne hier erreichen wollt, im Fernsehen, im Radio, bei 1 Live, im WDR-Fernsehen oder bei 1 Festival, meldet euch ganz einfach. Hier ist die nicht Sonja, sondern Sanja, stimmt das? Hallo, ja. Hallo Sanja, 21 Sanja. Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Sanja, was ist dein Thema? Ich habe eine Katzenphobie. Das ist eine Katzenphobie? Ja. Also schwer. Also unvorstellbar eigentlich so für die meisten, aber... Na, also weißt du, ich habe eine Katzenallergie. Ja, Allergie ist es nicht, aber eine Phobie, also Ekel. Ekel. Also ja. wenn ich mit Katzen in Kontakt komme, dann dauert es keine paar Minuten, dann bin ich am Niesen und die Augen tränen. Mhm. Das ist unangenehm, damit kann man aber leben. Bei dir ist es schlimmer. Ja, also das ist schon... Also Angst ist es nicht, es ist einfach Ekel. Ekel, so wie andere Leute sich vielleicht für Spinnen oder Schlangen ekeln. Genau. Kriegst du das kalte Grauen, wenn du eine Katze siehst? Genau, ja. War das immer schon so? Also eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Meine Mutter erzählt, dass wir früher Katzen hatten oder so. Also, ach, ihr hattet Katzen sogar? Ja, also in Afghanistan hatten wir wohl Katzen gehabt, aber irgendwie, ich kann mich daran nicht erinnern, dass ich mit denen gespielt habe oder sonst irgendwas. Deine Familie kommt aus Afghanistan? Ja, genau. Ja. Und wie lange lebst du schon in Deutschland? Circa jetzt 14 Jahre. 14 Jahre. Und also ich weiß nicht, ich habe es jetzt so in den letzten 6-7 Jahren so richtig gemerkt. Also wenn eine Katze mir zu nahe kommt, dann ist es schon so ekel. Wie ist es denn, ich meine, man sieht ja ständig irgendwo Katzen im Garten oder so. Wenn du sie auf eine Entfernung von 20, 30 oder 100 Metern siehst. Ich laufe weg. Da läufst du weg. Ja. Jetzt musst du tapfer sein und stell dir mal Folgendes vor. So ein süßes, kleines, putziges Kätzchen. Nein. So eine kleine, süße Katze, so eine ganz kleine. Würde dir jemand in den Schoß legen? Ja. Was wäre dann? Geht nicht. Also ich würde es nicht mehr anfassen oder so. Also ich würde echt... Du würdest sie wegschmeißen und weglaufen? Ich würde irgendwie wegtreten oder so, weil es einfach nicht geht. Also ich... Das heißt auch da so sehr vor. Auch so ganz kleine, die ja doch in der Regel sehr putzig aussehen, ja, die findest du auch ekelhaft? Gerade diese kleinen Perserkatzen oder so. Gerade die kleinen? Ja. Und streicheln ist auch unmöglich? Nee, überhaupt nicht. Unmöglich. Geht nicht. Du bist aber nie, es kommt natürlich die Frage, überlegt man sich, irgendwann mal hatte ich eine Katze gebissen oder angefallen oder ins Gesicht gesprungen, ist gar nichts passiert? Eigentlich nicht, also ich kann mich wirklich an nichts erinnern, so was mir irgendwie jemals passiert ist oder so, gar nicht. Aber ihr habt jetzt im Moment in der Familie keine Katzen? Nee, um Gottes Willen, mein Vater will meine haben, aber nee, kommt uns nicht rein. Ein Hund oder so, alles Mögliche, aber keine Katzen. Ja, ich wollte sagen, bezieht sich das auch noch auf andere Tiere oder sind nur die Katzen? Die Katzen sind es. Nee, nur Katze. Also ich könnte alles an Schlangen oder sonst irgendwas, geht alles klar, aber nicht Katzen. Und wenn du im Fernsehen Katzen siehst oder Fotos? Ja, das ist auch wieder Ekel. Also, Ekel. Mhm. Wenn ich Bilder sehe oder sonst irgendwas und meine ganzen Freundinnen, die lieben halt alle Katzen. Mhm. Das ist so alles hier. Ja, das ist jetzt für uns, wahrscheinlich für die meisten, die zuschauen und für mich auch nicht nachvollziehbar. Nee, aber man kann es verstehen insofern, wenn man sich vorstellt, dass viele Leute keine Spinnen mögen. Und die können das auch nicht erklären. Die sagen, die sagen, sie sehen eklig aus. Andere sagen, Spinnen sehen interessant aus. Also so, das kann man wahrscheinlich auch gar nicht wirklich erklären. Und warum? Also meine Arbeitskollegin, die hat auch 3 Katzen. Und wenn ich dann bei ihr bin, dann fährt die wirklich die Katzen immer weg in einem anderen Zimmer. Ja. Die hat öfters versucht, dass ich halt den zu nahe kommen, oder es geht nicht. Ja. Also es ist wirklich schlimm, weil ich verpasse meinen Bus wegen einer Katze oder es geht nicht. Ja, es ist ja immer eine Frage bei solchen Sachen,
bis zu einem gewissen Punkt kann man damit ja leben. Man muss ja nicht alles toll finden, alles lieben und alles süß finden. Ich finde, sowas fängt immer erst an, problematisch zu werden, wenn man sehr im Alltag übermäßig darunter leidet. Mhm. Ist das bei dir schon so? Nee. Gut, jetzt im Sommer ist es schon ein bisschen schlimmer, sag ich jetzt mal, wenn wir mit Freunden draußen sind und so, und dann lauern da ganz viele Katzen, und gerade hier, wo ich wohne, also sind wirklich sehr viele Katzen. Aber das Schöne ist ja an Katzen, dass die scheu sind, und wenn man mal so einmal fest auftritt, dann sind die schon weg. Nee, irgendwie nicht. Also bei mir bleiben die immer stehen und laufen hinterher. Die wollen dich ärgern, die wissen, wie du drauf bist im Moment. Ja, also ich saß auch schon Stunden im Auto, weil ich nicht ausgestiegen bin, weil eine Katze halt, die ist nicht weggegangen. Also ehrlich? Geht nicht, ne. Ja, aber so in der Regel kann man dem Problem ja aus dem Weg gehen. Genau. Ne? Und wahrscheinlich ist es in der Stadt, lebst du in der Stadt oder eher auf dem Land? Nee, in der Stadt. In der Stadt ist es dann noch wieder angenehmer, als wenn man irgendwie ländlich wohnt, da turnen die ja an jeder Ecke rum. Genau, aber komischerweise, also ich wohne auch in der Stadt und hier sind ganz viele Katzen. Ja, du hast recht, ich wohne ja auch in der Stadt und sehe auch sehr, sehr viel. Ach, was ist ja, es gibt hier, laufen in Köln ja auch Füchse rum. Ja. Das war ja früher auch undenkbar, mittlerweile, die haben auch gar keine Angst, schlendern so über die Straße und gucken einen groß an. Aber Sonja, ich finde, das ist alles noch okay, ne? Damit kann man noch. Das Komische ist halt, dass meine Freundinnen alle sagen, ich habe Katzenaugen oder ich sehe aus wie eine Katze. Also das ist schon. Sagen die das? Schöne Augen haben die ja schon, aber trotzdem. Also. Fühlst du dich denn beleidigt, wenn die das sagen? Nee, beleidigt nicht. Also die haben ja echt schöne Augen so, ne? Aber so generell, also ich würde niemals eine Katze anfassen oder sonst irgendwas. Ja. Freunde haben es wirklich versucht, die haben eine Katze genommen, sind mir hinterher gerannt oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich wurde dann wirklich schon so sauer, dass ich den Menschen auch Kontakt abgebrochen habe und gesagt habe, wenn die es nicht verstehen, dann geht's halt nicht. Ne? Wenn es so eine ganz krasse Konfrontation gäbe, wenn man dich zwingen würde, wirklich eine Katze anzufassen oder mit einer Katze in einem engsten Raum zusammen zu sein, was würdest du dich erbrechen oder was wäre dann? Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde einfach so einen Kampf kriegen, es geht nicht. Also mir kommen auch nicht die Tränen oder so, aber es ist einfach so ein Ekel, Würgereiz. Es könnte sogar sein, dass du dann einschlägst auf die Katze. Nee, ich würde sie auch nicht anfassen. Also ach so, das nicht. Ich würde sie niemals irgendwie anfassen, auch nicht mit einem Schuh oder sonst irgendwas. Ja. Ja, also ist ungewöhnlich. Insofern interessant, dass du es erzählt hast. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass jemand eine Katzenphobie hat. Das kann keiner nachvollziehen, gar keiner. Ja. Zumal meine ganzen Freundinnen, wie gesagt, Katzen lieben über alles. Ja, klar, das ist ja so ein Klischee. Jeder findet Katzen süß oder so. Da bin ich ja schon mal Außenseiter, wenn ich Katzen aus dem Wege gehe, weil ich immer niesen muss wegen der Katzen. Dann gucken mich alle Leute auch schon mal an. Magst du keine Katzen? Ja. Aber ist alles noch im Rahmen des Normalen bei dir, ne? Würde ich sagen. Geht wohl noch. Also ich arbeite halt in der Zahnarztpraxis und wir sind im zweiten Stock, die unter uns, wir sind in einem Familienhaus und die unter uns hat 7 Katzen. Das ist nicht so schön. Ich habe vor, dass wenn die Sonne scheint, dass sie dann im Garten sind, dann oben halt bei uns am Fenster dann sitzen, dann kann ich auch nicht in dem Maße assistieren, also das weiß man nicht. Aber ich bin ja schon mal beruhigt, dass du nicht in der Tierarztpraxis arbeitest. Ja. Dann ging alles nicht so. Nee, dann ging es gar nicht. Liebe Sanja, danke für deinen Anruf. Ja, kein Thema. Alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Alles klar, und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle unser Hinweis auf unsere Themen nächste Woche. Nächste Woche Dienstag möchte ich mich mit euch über Engel unterhalten. Glaubt ihr an Engel? Gibt es Engel? Ich meine so richtige Engel. Wie sehen die aus? Habt ihr sie schon gesehen? Habt ihr mit Engeln schon mal kommuniziert? Würde auch gerne über Schutzengel natürlich reden. Hattet ihr mal einen Schutzengel? Vor was hat der euch bewahrt? Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nächste Woche heißt das Thema: Ich schäme mich für meine Eltern. Das schon mal als Hinweis. Wenn ihr interessiert seid, mitzumachen bei diesen Themen, könnt ihr euch ja per Mail schon mal anmelden unter domian@wdr.de. Hier ist Philipp. Philipp ist 27. Guten Morgen. Hallo Philipp. Hallo Domian. Ja, Philipp, schön, dass du da bist. Jo, siehste, bin ich ja doch mal durchgekommen. Ja, was ist dein Thema? Ja, wie gesagt, das geht darum, dass mein Freund mich betrogen hat. Mhm. Und ich da, wie gesagt, einen kleinen Gewaltausbruch bekommen habe, womit ich absolut überhaupt nicht mehr klarkomme. Also ihr seid schwul? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir schwul. Wie lange zusammen? Also wir waren 5 Jahre zusammen. Ja, schon eine gute Zeit. Und was ist genau passiert? Was hat er gemacht? Also wie gesagt, mein Freund hat mich betrogen. Das kam vor circa 1,5 Monaten auf einer Party raus. Ja. Und also ich bin, um das mal vornherein darzustellen, eigentlich ein Mensch, der so Gewalt absolut verabscheut. Also ich habe mich noch nie in meinem Leben geprügelt vorher zum Beispiel. Ja, also zu dem Betrogen, das heißt, er ist einmal fremdgegangen, oder was? Genau. Einmal? Ja, also auf jeden Fall das, was ich rausbekommen habe, ne?
Wie ist das denn vor anderthalb Monaten rausgekommen? Hat das irgendjemand anders erzählt oder hat er es erzählt? Naja, wir waren da auf einer Party und dann hat ein Kollege von mir, also hier Mulde heißt der hat das dann erzählt. Ja. Und ja, wie gesagt, das war natürlich dann schon ein ganz schöner Schock für mich, ne? So, und jetzt hast du einige Andeutungen gerade schon gemacht, dass du eigentlich kein gewalttätiger Mensch bist? Nee, absolut eigentlich nicht. Also, aber, bin, was ist da passiert? Ich bin eher so, was Gewalt angeht, der defensive Mensch, der Gewalt eigentlich eher verabscheut und so. Aber dann, wo ich das hörte, wie gesagt, war eben auch echt schon 5 Jahre Beziehung, das ist ja noch kein Pappenstiel. Nee. Und dann, ich weiß nicht, was da mit mir los war oder so, auf jeden Fall ist das da, du hast so eine Perle mit mir durchgegangen, oder so sagt man auch Plattdütsch bei uns. Und dann, weiß ich nicht, habe ich eben einen absoluten Gewaltausbruch bekommen. So, das wissen wir jetzt, aber was genau hast du denn gemacht? Ja, wie gesagt, auf ihn eingeschlagen und dann haben mich da immer Leute von weggeholt und... Also du hast auf der Party, während der Party auf deinen Freund eingeschlagen? Nee, auf denjenigen, mit denen er mich betrogen hat. Ach so, der war auch auf der Party. So läuft der Hase, ja. Der war auch auf der Party, dann hast du auf den eingeschlagen. Genau. Richtig. Ach so, aber, und dein Freund war auch da? Jojo, das ist auch der B-Van. Aber wo kommst du denn her? Wo wohnst du? Ich komme aus Nordfriesland. Aus Nordfriesland, hör, wie schön, ich mag die Sprache so gerne. Kennst du das? Jo, so ein bisschen plattisch schnacken. Ja, ich kann es nicht, aber ich höre es gerne. Ja, das kann man ja auch lernen. So, jetzt hast du den Nebenbuhler richtig zusammengeschlagen, oder was? Ja, auf jeden Fall. Das, also wie sehr zusammengeschlagen? Ja, viel zu doll auf jeden Fall, ne? Also das war eigentlich schon eine relativ extreme Sache. Das sagt mir jetzt nicht viel zu. Also für mich auf jeden Fall, weil ich mich, wie gesagt, noch niemals vorher in meinem Leben geprügelt habe. Habe ich ja schon verstanden. Oder irgendwie Gewalt aufgeübt habe. Habe ich auch schon verstanden. Hast du ihn krankenhausreif geschlagen? Ja. Ja, er ist ins Krankenhaus gekommen? Ja, auf jeden Fall. Was, welche Verletzungen hatte er? Er hat einen Trommelbruch im Kiefer gehabt. Puh. Ja. Ich habe auch erstmal schlucken müssen, wo ich das gehört habe. Und was noch? Nee, das war's. Das war ein Trümmerbruch also, im Kiefer. Also, wie gesagt, Prellungen und sowas ohne Ende und ja, Gesicht kaputt, aber wie gesagt, ganz schön primitiv so zu reagieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich hasse mich auch selber dafür, weil ich noch niemals in meinem Leben das vorher Gewalt aufgeübt habe. Das hast du jetzt schon einige Mal gesagt. Ja, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Das ist mein Problem. Und so, wie hat denn dein Freund darauf reagiert? Jo, er ignoriert mich seitdem. Es ist kein Gespräch möglich gewesen, um die Sache so ein bisschen aus der Welt zu schaffen. Mhm. Aber es stimmt auf jeden Fall, dass er fremdgegangen ist. Auf jeden Fall. Mhm. Wieso hast du eigentlich nicht... Ich finde immer das Normale, dass man sich seinen Partner vorknöpft. Weil der ist schuld, der andere ist nicht schuld. Das haben ganz viele Leute gesagt. Ich weiß auch nicht, also wie gesagt, du hast eine Perle mit mir durchgegangen. Und dann, ich weiß, du bist gegen Gewalt, habe ich schon verstanden, ja. Absolut, ist schon klar. Ey. Ja. Tut mir leid, wenn ich das so oft sage, aber wie gesagt, vielleicht... Ja, du bist wahrscheinlich sehr erschrocken über dich selbst, ne, was da passiert ist. Ja, absolut. Ich kenne mich selbst nicht mehr wieder, weil ich sowas noch nie in meinem Leben vorher getan habe. War das wie so ein Rausch in dem Moment, als du das gemacht hast, dass du gar nicht bei Sinnen warst? Richtig, ganz genau. Das war... Wie so ein Blackout, ein Aussetzer. Richtig, in Trance oder wie hätte er dort die junge Leute, irgendwie so. So, jetzt ist der Bursche da ins Krankenhaus gekommen, üble Verletzung. Hast du mit dem danach mal Kontakt aufgenommen, dich entschuldigt? Ja, also ich habe das mal versucht, aber wie gesagt, da bekommt man dann eben nur Ignoranz geboten und... Wie hast du es denn versucht? Ja, also ich habe ihn im Krankenhaus besucht mit Blumen und... Ach so, du bist hingegangen ins Krankenhaus. Mal versucht, so ein nettes Wort auf den Lippen und... Ja, und? Hat er dich rausgeschmissen oder wie? Ja, so gesagt, er will mich nicht sehen und ich schaue mal into the Dübel gorn und... Was? Nicht zu plattdeutsch, was hat er gesagt? Also, nee, also auf Hochdeutsch übersetzt, ich soll mal zum Teufel gehen und so. Ja. Also du hast auf jeden Fall den Versuch unternommen, dich zu entschuldigen. Ja, auf jeden Fall, weil es mir eigentlich total leid tut und so. Das ist ja schon mal gut. Ich würde dem vielleicht nochmal, wenn er dich nicht sehen will, nochmal das schriftlich zukommen lassen, dass es dir irre leid tut. Erstattet er Anzeige gegen dich? Hat er schon, ja. Hat er schon. Ja. Gut, da musst du durch. Da hast du dir eingebrockt. Ich würde aber auf jeden Fall mich auch nochmal entschuldigen bei dem. So. Mein Problem einfach ist nur, dass ich seit dieser Aktion eben einfach Domian, ich kann nicht mehr ruhig schlafen. Ja, weil du erschrocken bist vor dir selbst. Ich habe Angst vor mir selbst. Das verstehe ich, Ich hasse mich selbst nach dieser Aktion, weil ich, wie gesagt, ich hasse Gewalt mehr als alles andere auf der Welt. Und dann so eine Aktion. Hältst du, ich kenne mich da selbst nicht mehr wieder. Hältst du es für möglich, dass deine Beziehung jetzt dadurch sogar kaputt gehen könnte? Das denke ich auf jeden Fall. Hast du auch Angst? Weil ich war immer eher so der Softie in unserer Beziehung. Mhm. Und dann nach so einer Aktion, also ich glaube, da habe ich mir einiges selber durch zerstört. Mhm. Ja, glaube ich auch. Würde mich auch erschrecken, wenn mein Freund so extrem ausrasten würde.
Ja. Weil er hat dich ja so auch noch nie kennengelernt, ne? Nee, auf jeden Fall, weil ich war immer so ein hier Tamakader, so ein Baby und so platt. Und dann das kann ich verstehen, dass man, wenn man eine Seite in sich entdeckt, die man noch selbst gar nicht erkannt hat und die so schlimme Folgen an, solche schlimme Sachen anrichten kann mit derartigen Folgen. Richtig, ich, das ist eben mein Problem. Ich würde dir auf jeden Fall... Wie? Was ich da machen soll, weil das ging mir so zu Herzen, diese ganze Aktion. Ja, ich würde dir ganz dringend eine psychologische Beratung empfehlen. Ja. Das muss nun gerade keine große Therapie sein, aber auf jeden Fall erstmal eine psychologische Beratung. Wie du das machst und welche am besten, dazu möchte ich dir jetzt gerne meine Psychologin geben, die dir die entsprechenden Ratschläge geben kann. Ein Ding wollte ich noch sagen, wenn das möglich ist. Bitte. Geht das, oder? Ja, na klar, sicher. Ach so. Ja, dann wollte ich nochmal einen schönen Gruß an Mulde und Löwi und ihren Konsorten bestellen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne? Ja, und du legst bitte auf und wir rufen dich zurück. Alles klar, tschüss. Philipp, mach's gut, tschüss. Und weiter geht es mit der Annemarie. Annemarie ist 25. Guten Morgen. 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 Was ist dein Thema, Annemarie? Ich bin in einer festen Beziehung. Ja. Wie lange schon? Alle 2 Jahre. Fast. Ja. War mit meinem Freund in Urlaub. Wir hatten vorher schon Krach und habe im Urlaub jemanden kennengelernt, der mich extrem fasziniert hat. Jetzt in diesem Sommer? Ja. Ja. Der hat dich extrem fasziniert. Formulieren wir es so. Bitte? Formulieren wir es mal so. Wo wart ihr denn im Urlaub? In welchem Land? In Spanien. In Spanien. Und war es ein, oder ist es ein rassiger Spanier? Nee, es ist ein Animateur, der dort arbeitet. Ach, das sind doch Schaumschläger, die Animateure. Die beeindrucken doch alle Mädels. Liebe Animateure, bitte beschwert euch jetzt nicht bei mir. Ihr seid affenscharfe Typen, aber die Mädels fallen doch alle drauf rein. Ja. Egal, aber du hast auf jeden Fall die Gefühle und die Gefühle zählen und nur darum geht es. Ja, was heißt Gefühle? Ich kriege ihn halt nicht aus meinem Kopf, das ist das Problem. Das heißt, würde ich jetzt noch nicht sagen, dazu kenne ich ihn zu wenig. Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie weit ist denn da schon ein Kontakt entstanden in dem Urlaub? Durch Zufall eigentlich gleich am Anfang, dass wir uns kennengelernt haben, haben uns extrem gut verstanden. Haben dann auch irgendwann gemerkt, dass wir wirklich auf einer Länge liegen mit den Gedanken, wie wir denken und so weiter. Ja. Und es hat sich dann wirklich, dass wir zusammengehockt waren, haben erzählt und haben uns wirklich verdammt gut verstanden. Ist der Animateur ein Deutscher? Ja. Ja. Ihr habt euch verdammt gut verstanden, sagst du. Ist denn irgendwas gelaufen? Nein, von seiner Seite aus. Er hat versucht, mich zu küssen. Ich habe das allerdings abgeblockt. Und er hat dann auch nicht irgendwie... Ah ja. Er hat es respektiert. War das gleich am Anfang so, dass du von Anfang an von dem ziemlich fasziniert warst? Nee, das kam mit der Zeit. Hat dein Freund das mitbekommen, dass du ihn gut findest? Dass wir uns gut verstehen, ja. Hat sich aber nichts weiter dabei gedacht. Ja. So, dann war der Urlaub vorbei. Wie viele Wochen wart ihr dort? 2. 2 Wochen. Ist ja dann nicht so lange. Jetzt ist schon November mittlerweile. Mhm. Habt ihr Kontakt miteinander? Ja. Wie? E-Mail. SMS, er ruft auch an und telefoniert wirklich stundenlang mit mir. Ah ja, das ist ja schon eine ganze Menge, wenn ihr stundenlang miteinander sprecht. Und er will auch herkommen. Ist er denn im Moment noch in Spanien oder auch in Deutschland? Ja. In Spanien? Ja. Und will auch herkommen, das heißt wieder ganz nach Deutschland kommen? Oder wie? Nee, mich besuchen. Ach so. Und dann gucken, was passiert. Wie wir uns verstehen und so weiter. Da braut sich was zusammen. Ja, das habe ich allerdings auch erstmal abgeblockt, weil ich liebe meinen Freund, ich bin auch mit ihm zusammen, nur ich merke halt einfach, dass ich mich von ihm zurückziehe. Nee, ich meine, du hast dich ja schon auf eine ganze Menge eingelassen. Du telefonierst mit dem und schon seit Monaten jetzt. Ja. Ihr e-mailt, ihr simst miteinander und ihr telefoniert, wie du gerade gesagt hast, stundenlang. Das heißt, da ist ja eine Beziehung schon gewachsen, wenn auch noch auf einer gewissen Distanz, aber eine Beziehung ist ja schon da. Ihr habt euch ja sehr viel ausgetauscht. Ja. Ihr habt noch keine Körperflüssigkeiten ausgetauscht, soweit ist es noch nicht, aber eine ganze Menge geistige Sachen. Mhm. Ja. Ist natürlich auch schon eine Form des Fremdgehens. Muss man so klar sagen. Kann man so darunter verstehen, ja. Ja. Annemarie, das ist natürlich jetzt eine Sache, wo du jetzt vielleicht noch eine Weiche stellen kannst. Was ist mit dem Freund? Du sagst, mit dem bist du 2 Jahre zusammen. Ja. Wie alt ist er? Er ist 28. War das eine glückliche Zeit, diese 2 Jahre? Nein. Nein? Es gab immer wieder Streit, hauptsächlich wegen Arbeit oder so, weil er selbstständig ist, nicht viel Zeit hat. Hm. Ja,
Und aus Kleinigkeiten entstand dann immer ein riesengroßer Krach, den ich auch teilweise selbst provoziert habe. Ist ja verrückt. Wenn ich jemanden frage, war das eine glückliche Zeit? Und die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen, nein. Nicht immer. Nicht immer, leider. Aber Liebe ist da. Ja. Sehr viel? Sonst hätte ich mich ja schon lange von ihm getrennt. Ja, sagt man so. Große Liebe? Sagen wir es mal so, 2 Jahre zusammen. Und bis vor einem halben Jahr habe ich gesagt, das ist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringe. Ja, sagt man auch leichter hin. Unter Umständen. Ja, ja. Nee, es war schon, das Gefühl war definitiv so. Leidenschaft, große Leidenschaft im Bett? Nicht immer. Ich meine, klar, beruflich bedingt. Er hat viel zu tun, ich habe viel zu tun. Ja, also ihr seid definitiv nicht viel so zusammen. Und wenn ihr zusammen seid, habt ihr viele Sachen im Kopf. Doch, zusammen, immer. Doch, zusammen. Ja, von Anfang an aufeinander geklebt wie, ja, babische Gutzel. Mhm. Dass ich bei ihm geschlafen habe oder er bei mir. Wir haben unsere eigene Wohnung, jeder hat seine eigene Wohnung, aber jeder ist immer beim anderen. Mhm. Wir sind keine Nacht alleine. Ach so, aber dennoch sehr beansprucht. War von Anfang an schon zu viel Nähe. Ach, zu viel Nähe. Ich habe mich irgendwann auch ein bisschen erdrückt gefühlt und mich zurückgezogen. Ja. Was war das Glücklichste bisher, was du mit deinem jetzigen Freund erlebt hast? Der Anfang unserer Beziehung. Mhm. Liegt zwei Jahre. Wir waren zusammen auch mal weg, Wochenende oder so, hatten Zeit füreinander. Er hat sich auch die Zeit genommen. Am Anfang gab es auch Blumen und Romantik, das gab es aber dann irgendwann gar nicht mehr. Nehmen wir mal, wir spielen mal einfach so ein paar Modelle durch. Wenn, nehmen wir mal an, ihr werdet nicht mehr zusammen. Ihr werdet nicht mehr zusammen. Nee, was würde dir am meisten fehlen? Dass er bei mir ist, seine Nähe, dass er da ist, weil er mir zuhört, weil er mich am besten kennt, meine Probleme kennt, weiß, wie ich auf bestimmte Dinge reagiere, weil er da ist. Was wäre, wo du sagen würdest, ach, das ist eine Erleichterung, dass ich das jetzt nicht mehr habe? Der ständige Streit wegen, er hat keine Zeit für mich. Also, da ist schon eine ganze Menge Unzufriedenheit bei dir. Ne? Auf der anderen Seite gibt es auch viel zu viele glückliche Momente. Ja, ja, schon, glaube ich. Aber klar, natürlich, du hast ja recht, sonst wärt ihr auch nicht mehr zusammen. Aber da ist schon viel, viel Unzufriedenheit. Und wenn du sagst... Das ist leider auch irgendwie nicht beheben lässt, weil wenn ich versuche, was zu ändern, habe ich das Gefühl, von ihm kommt nichts und er empfindet es genauso umgekehrt. Mit wem kannst du besser innig und intensiv reden? Mit dem Animateur oder mit deinem Freund? Es kommt drauf an, über was. Mein Freund kennt mich am besten, mit dem kann ich auch über meine Probleme reden, über kannst du das mit dem, alles, mit dem? Was ist. Und der andere, das ist halt jemand, mit dem habe ich viele Ansichten gleich. Ja. Und er ist halt auch so der, ich hol dir die Sternenflügel runter. Und das ist natürlich toll, ne? Und der da ist man natürlich halt, dann empfänglich halt, für. Ja, klar. Das ist man empfänglich. Wenn man unzufrieden ist und man kommt dann mit jemandem in Kontakt, der einen in den Himmel trägt und einem die Sterne pflückt, ist das natürlich wunderschön. Ja. Und das ist aber schwer, Annemarie. Und wenn du sagst, was war die schönste Zeit, ja, der Anfang war die schönste Zeit, spricht das auch nicht sehr viel für eure Beziehung. Ich höre... Ja, zwischendurch gab es auch glückliche Momente und das Problem ist halt, dass es halt immer weniger wird, auch stressbedingt, arbeitsbedingt. Was macht er denn vom Beruf? Selbstständig. Ja, was macht er denn selbstständig? Er hat eine Firma und ist dort Geschäftsführer. Oh ja, das ist natürlich sehr aufreibend, wenn er die ganze Verantwortung zu tragen hat, ja. Das ist jetzt ganz schwierig für einen Fremden, da klar etwas zu sagen. Klar ist, dass ich empfinde, wahrscheinlich ist es auch so, dass du unzufrieden bist. Ja. So. Klar ist, dass du ein bisschen auf Wolke 7 schon es dir bequem gemacht hast. Weil das irgendwie toll ist. Es ist natürlich prickelnd und es ist toll, um schwärmen zu. Genau dort das, was ich bei ihm vermisse. Ja. So, das heißt, du musst jetzt geht das noch, finde ich, eine Entscheidung treffen, wohin die Reise geht. Du hast es jetzt schon lange genug heimlich nebenher gemacht. Entweder brichst du das jetzt ab und kehrst die ganze Sache unter den Tisch und wir vergessen es und gucken nach vorne und du konzentrierst dich auf deinen Freund. Oder aber du eröffnest ihm das und sagst, hier so und so ist es. Dann kommt ganz neuer Wind ins gesamte Spiel. Wer weiß, wohin es führt. Ja, könnte aber auch zum Ende führen. Könnte auch zum Ende führen. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Ja, aber du kannst es auch nicht heimlich nebenher laufen lassen. Das darfst du auch nicht wollen, Annemarie. Das ist auch deswegen genau, habe ich auch schon seit ein paar Tagen keinen Kontakt mehr mit dem anderen. Ja, aber nicht aufgrund einer Entscheidung, sondern du fühlst dich in der Zwickmühle irgendwie. Du hast dich nicht entschieden, ne? Ja. Du musst eine Entscheidung fällen. Und das ist in der Situation
immer horrorschwer. Immer schwer. Man sitzt da und wie ein hypnotisiertes Kaninchen und weiß gar nicht, was man machen soll. Ja. Man halt auch, der Punkt ist klar, dein Bild über Animateure erhalten Ehren. Nur welcher würde wirklich ein paar tausend Kilometer fliegen, weil er jemanden kennenlernen möchte? Nein, nimm es nicht so ernst. Ich habe es gerade so daher nein, gesagt. Nein, natürlich, nein. Ich kann deine Ansichten absolut teilen. Nur wer würde wirklich so viel tausend Kilometer fliegen, um jemanden zu sehen? Ja. Wenn er irgendwie nur... Definitiv. Es gibt auch die wahre Liebe bei Animateuren. Wenn er windig wäre. Ja, nein, nein, klar. Das ist, glaube ich schon. Ja, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Wenn das jetzt auch so lange schon läuft, über so viele Monate, glaube ich das auch. Annemarie, ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen. Ich sag dir mal einfach so, was ich so intuitiv fühle. Intuitiv sagt mir mein Gefühl irgendwie. Sie, naja, ich muss immer vorsichtig sein, was ich jetzt sage. Nein, meine Intuition sagt mir, das geht in die Richtung Animateur. Über kurz oder lang. Mhm. Weil du nicht glücklich bist. Und wer nicht glücklich ist, wird sich einen neuen Weg suchen. Das ist leider so. Wenn dir deine jetzige Beziehung ganz, ganz wichtig ist, dann musst du wirklich Tabula Rasa machen. Und ihr müsst beide dran arbeiten. Und ihr müsst alles auf den Tisch legen, was euch stört. Vielleicht habt ihr das auch schon gemacht und es funktioniert nicht. Dann ist es eben nicht die richtige Beziehung. Er hat das typische, sorry, dass ich das jetzt so sage, Männerproblem, über Gefühle zu reden. Ja. Ich erahne schon, ja. Ist leider weit verbreitet. Bei Frauen wie bei Männern, nur bei Männern fällt mir das halt leider mehr auf. Ist nicht böse gemeint. Nein, nein, du hast ja völlig recht. Das höre ich ja hier auch nur allzu oft. Also, wenn es dir ganz wichtig ist, setze alle Energie rein und versuche, deine Beziehung zu retten. Mhm. Aber wenn du merkst, dass das irgendwie alles irgendwo nicht geht und du an Wände rennst, vielleicht schon seit anderthalb Jahren, dann ist, glaube ich, der richtige Weg, sich schon mal innerlich auf eine Trennung vorzubereiten. Mhm. Da bist du frei und hast auch kein schlechtes Gewissen und kannst dein Leben. Auch in ein neues Abenteuer. Liebe Annemarie, ich wünsche dir viel Glück und die gute Entscheidung, die richtigste Entscheidung. Danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Ich bin ja gerade ein bisschen am Stocken, weil nämlich gerade war Annemarie. Und jetzt kommt, wie lustig, Marie-Anne. Hallo Marie-Anne. Hallo? Hallo? Ja, heißt du Marie-Anne? Nein, ich heiße Marie-Anne. Marie-Anne. Ja. Mann, das habe ich dann hier falsch gelesen. Marie-Anne, 52. Ja. Warum heißt du Marie-Anne? Ja. Bist du eine Amerikanerin? Nein. Du bist eine Deutsche? Ja. Ungewöhnlich, ne? Marie-Anne zu heißen? Ja, meine Mutter hat mir den Namen gegeben. Ja, ist doch schön. Also finde ich. Vor allen Dingen mit 52, das ist so eine Generation, wo man noch nicht so englische Namen hatte, ne? Ja. Ja, aber ich find's ja toll. Ja. Marie-Anne, um was geht's denn? Ja, also ich führe eine sehr glückliche Ehe. Ja. Und aber ich habe jetzt seit ein halbes Jahr so, ich fühle mich so nach Frauen hingezogen. Och. Ja, das... Wie lange bist du denn mit der... Also ich bin freiberuflich und komme mit sehr vielen Menschen zusammen. Ja, was machst du freiberuflich? Ja, ich arbeite so auf Veranstaltungen, Feste, Hochzeiten. Also, und was machst du da? Ja, ich Kellner da. Ach so, ja, da hast du ja großen Publikumskontakt. Ja, und wie gesagt, die Frauen, die ziehen mich automatisch an, aber es ist auch umgedreht genauso. Und ich würde so gerne mal, also ich habe so das Bedürfnis, mal mit einer Frau mal so ein bisschen ihren Kontakt zu schließen. Wie lange bist du denn verheiratet schon? Ich bin 20 Jahre schon verheiratet. 20 Jahre, Kinder? Ja. Sind die schon aus dem Haus, oder? Ja, die sind schon aus dem Haus. Wie viel hast du? Fünf Stück. Fünf Stück? Mhm. Und die sind alle schon aus dem Haus? Ja. Wie geht denn das? Ja, ich habe mit 17 Jahren das erste bekommen. Ja. Und also das sind nicht die Kinder von nicht alle Kinder von deinem jetzigen Mann? Nein, ich war schon mal verheiratet. Ich verstehe. Ja, ja. So, aber die Ehe mit deinem jetzigen Mann, die ist gut und glücklich? Bitte? Und die Ehe mit deinem jetzigen Mann, die ist gut und glücklich. Ja, ja. Und der hat auch gar nichts dagegen. Ich habe ihm die Sache mal erzählt. Ach so, du hast es ihm schon erzählt. Ja, ja. Wir sprechen über alles. Ja. Und der sagt, wenn ich das mal ausprobieren möchte, soll ich mal ruhig machen. Dann hast du aber einen toleranten Mann. Ja, ich habe wirklich, also der himmelt mich an, der ruft mir die Sterne vom Himmel. Der hätte aber auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen können und hätte gesagt, hier, Marie-Anne, jetzt ist aber gut. Nein, das macht er nicht. Nein, also...
lässt mich schon mal in Freiraum, aber ich meine, was willst du mehr? Ich habe die richtige noch nicht gefunden. Also sind schon schöne Frauen drunter gewesen. Ja. Aber die Gelegenheit hat sich einfach noch nicht so ergeben. Stehst du denn mehr so auf die jungen Dinger oder auf gleichaltrige Frauen? Ja, die so um die 40 rum. Um die 40, also ein bisschen jünger. Mhm. Wie kam das überhaupt? Wie hast du das bemerkt, dass dich Frauen erotisch, sexuell auch interessieren? Das kam, seitdem ich auf die Veranstaltungen fahre und da arbeite. Wie lange ist das jetzt her? Also jetzt seit ungefähr 6 Monate. Ach, so frisch ist das. Ja, und ich muss sagen, die Frauen, die lieben mich alle. Also ich kenne ja viele Menschen, lernt man kennen. Ja. Und ich kenne viele Frauen und wenn man uns dann begegnet, dann wird sich umarmt, dann hier ein Küsschen. Heißt ja noch gar nichts. Man ist ja so nett miteinander, das muss ja noch nichts Erotisches bedeuten. Ja, doch, also bei mir... Bei dir ging es, hat's geknistert, ja. Geknistert, ja. Ja. Aber es gab noch keine Flirterei. Nein. Nein, so richtig nicht. Du weißt ja auch gar nicht, die Frauen, ich meine, du weißt ja auch nicht, wer von den Frauen, die du da triffst, wer da eventuell bisexuell oder gar lesbisch ist. Weiß man ja auch nicht sofort. Doch, ich kenne 2 Stück, kenne ich ja. Ach, die kennst du schon? Ja. Und da könnte auch was gehen? Ja. Ja, dann ran an den Speck, oder? Wenn der Mann dir das gestattet und er sagt, nur gut, dann probier's mal aus. Ja. Meinst du denn, die du da kennst, die würden sich, oder eine von denen würde sich auch für dich interessieren? Doch, die eine ja. Eine davon ja, auf jeden Fall. Und ist die frei oder ist die gebunden? Nein, die ist frei und die hat mir auch schon gesagt, dass sie mich auch sehr erotisch findet und mich auch wirklich sehr lieb hat. Ja. Und aber ich müsste es erstmal mit ihr alleine ausprobieren, ohne dass mein Mann dabei ist. Ach so. Der würde gern auch mal dann zuhören. Ach, der Schlingel. Ja, jetzt weiß ich, woher der Wind weht. Mhm. Der will sich da scharf machen lassen von euch Mädels. So. Ja. Nee, wenn dann muss der Pakt auch gelten, erstmal alleine. Ja, genau. Hast du ihm das denn auch so gesagt? Ich will mal erstmal alleine? Ich hab's ihm das auch schon gesagt, und wie hat er darauf reagiert? Ja, der hat gesagt, ich soll es dann mal wirklich ausprobieren. Ja. Nur halt, wiederum bin ich ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, wiederum habe ich Angst, wenn ich jetzt hier so eine Beziehung mit einer Frau eingehe, dass ich dann irgendwie meinen Mann damit verletze, obwohl er sagt, nein, das passiert nicht, aber ich habe irgendwie ein bisschen schlecht Gewissen trotzdem. So, jetzt immer Scherz beiseite. Wenn es nur um das Sexuelle geht, und er hat dir grünes Licht gegeben, es mal auszuprobieren. Ja. Finde ich das super. Natürlich besteht ja die Gefahr immer, dass man sich in einen anderen Menschen verliebt. In dem Moment, wo du dich natürlich in eine Frau verlieben würdest, dann hättet ihr aber ein ganz großes Problem. Da wäre das ja im Prinzip dasselbe, als würdest du dich in einen Kerl verlieben. Ja, genau das ist es. Und dann steht natürlich die Beziehung zu deinem Mann auf dem Spiel. Ja, die möchte ich auf keinen Fall verlieren, ne? Aber du könntest doch für dich einfach so abschätzen, ist es nur so eine sexuelle Neugierde, mal zu testen, wie das mit einer Frau im Bett ist? Oder ist das schon so eine Sehnsucht auch mit einer Frau noch näher und eventuell sogar Beziehung? Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich würde es erstmal dann ausprobieren und dann sieht man dann halt, wie es sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall hat sich die Sache jetzt bei dir festgesetzt. Ja. Du denkst da viel drüber nach. Ja. Und kriegst es nicht aus dem Kopf raus. Ja, ich habe auch manchmal sehr Träume davon, dass ich dann mit einer Frau zusammen dann schlaf und dass sie dann neben mich liegt und ich so träume. Weil die Neigung, die ist einfach da bei mir und ich fühle mich auch interessant, dass diese Neigung, die fällt ja nicht vom Himmel, dass du die nicht vorher schon irgendwie mal so ein bisschen bemerkt hast. Nee, vorher habe ich das so gar nicht bemerkt. Waren Frauen für dich sexuell uninteressant? Ne, an für sich nicht. Also mich hat es schon immer interessiert, aber ein halbes Jahr ist es richtig ausgebrochen. Ja, sehr stark bei mir, dieses Gefühl. So, wenn das jetzt so stark ist und du kriegst es wirklich nicht aus deinem Kopf heraus und dein Mann, ihr habt so eine tolle Ehe, hat gesagt, okay, dann probier es doch mal. Ich meine, wie ich es gerade schon sagte, die Gefahr, dass man sich verliebt, die ist im Prinzip immer da. Die kann, in jeder Ecke kann diese Gefahr einen anfallen.
da ist man ja nie gefeit vor. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch so, dass du sagst, okay, das war eine ganz schöne Erfahrung, ich muss das auch nicht immer haben, vielleicht auch mal ein Dreier mit meinem Mann, wäre ja auch ganz nett. Vielleicht ergeben sich da auch ganz neue Möglichkeiten in eurer Beziehung. Ja. Wenn du jetzt so viel drüber nachdenkst und du davon träumst und du es gar nicht mehr aus deinen Wünschen herausbekommst, dann würde ich es auch mal ausprobieren. Ja. Vor allen Dingen, wenn du da schon jemanden an der Angel hast, mehr oder weniger. Ja. Ne? Ich hätte jemanden schon dafür, ja. 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 Mary Ann, in diesem Sinne, dann wünsche ich alles Gute einfach. Und ja. Dass alles, dass nichts Übles passiert bei den Experimenten. Auch mit einer Ehe, meine ich. Ja, ja, meine Ehe ist mich heilig. Ja, wenn die heilig ist, dann musst du sie auch schützen. Ne? Dann muss man auch sagen, okay, ich habe es mal ausprobiert, dann ist auch gut. Ja. Man muss auch nicht alles immer leben und ausleben und so. Nö, das nicht. Ja. Meine Liebe, Mary Ann, da wünsche ich alles Liebe und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Alex ist hier. Alex ist 38 und vermutlich ein Mann, oder? Ja, klar. Ja. Grüß dich. Hallo Alex. Grüß dich. Und was geht's bei dir? Du, pass auf, ich habe eine 12-jährige Ehe hinter mir und tja, mit so Einsamkeiten ist es einfach ein Problem. Das heißt, ich war in meiner Ehe eingekastelt. Was hast du in deiner Ehe eingekesselt? Eingekastelt, ja. Also wir haben uns eingekastelt, also wir sind nicht irgendwie Freunde gehabt. Achso, so eingeigelt. Wir haben gar nichts und so, ne? Ja, ja. Okay. Dann hat meine Frau mich irgendwann damals verlassen. Ja. Und ich habe ein neues Leben angefangen. Wann hat deine Frau dich verlassen? Bitte? Wann hat deine Frau dich verlassen? Das war 2002. Ah ja, 2002. Mhm. Ist ja auch schon eine ganze Weile her jetzt. Ja, 1.11.2002. Ja. Schön. Wenn man also keine Freunde hat und keine Bekannten hat und gar nichts mehr hat, dann stellst du dich irgendwann einmal die Frage, was machst du? Mhm. Du gehst also ins Internet, suchst du irgendwelche Bekannte, suchst irgendwelche Freunde, versuchst irgendwie rauszubringen mit 36 Jahren, das irgendwie klar zu bekommen. Mhm. War nicht so. Mhm. Gut, Punkt. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt. Ja, also du hast von 2002 viele Jahre einfach in der Einsamkeit verbracht. Ja, genau. Und hast jetzt kürzlich jemanden kennengelernt? Ja, genau, richtig, ja. Und sie ist Rechtsanwältin. Ja, Gratulation. Vielen Dank, ich bin Handwerker. Also ich verdiene, das macht mir schon meine Sorge von allein her schon, dass ich sage, ich kann hier einfach diesen Lebensstandard nicht bieten, ja. Mhm. Wir haben uns nie kennengelernt. Wir haben uns über Internet und Börse kennengelernt. Mhm. Mittig. Wir haben telefoniert, wir haben uns miteinander gesprochen und sie hat mir das Halligste vom Himmel heruntergesprochen, dass sie es ihr eigentlich egal ist, wie der Mann lebt und hier und da, was sie verdient und hier und da. Mhm. Wie lange läuft denn dieser E-Mail- und Telefonkontakt jetzt schon? Der läuft jetzt schon seit 6 Wochen. Ungefähr. 12 Wochen. 12 Wochen. Und ihr habt euch noch nicht getroffen? Nein. Wie weit wohnt ihr voneinander entfernt? 242 Kilometer. Ist ja nicht die Welt. Nein. Nein. Warum habt ihr euch denn nicht getroffen? Es kam immer irgendwas dazu. Ach. Entweder bei ihr. Sie hat gesagt, bei ihrer Familie ist irgendwas vorgefallen. Ja gut. Ja. Dann konnte ich irgendwie nicht. Habt ihr mal eure Bilder ausgetauscht, Fotos ausgetauscht? Ja, logisch. Und sie gefällt dir? Ja, sehr gut. Sehr gut. Sie ist wie alt? Sie ist ein Jahr jünger als ich. Ein Jahr jünger. Du bist 38, also 37, Rechtsanwältin, du bist Handwerker. Was machst du, was bist du für ein Handwerker? Ich bin Formenbaugraveur. Wie heißt das? Formenbau? Formenbaugraveur. Ach, was ist denn das? Entschuldigung, das muss ich jetzt kurz mal immer erklären. Kennst du Playmobil? Ja. Ja, okay. Ich spiele zwar nicht mehr damit, aber ich kenne es, ja. Den Schnaps Tequila? Ja. Okay, wie? Den Hut zum Beispiel haben wir neu kreiert. Ach, okay. Das ist ein richtiger Beruf, der diese Formen dann kreiert? Ja, logisch, mit Gravier drin. Und das ist ein richtiger Ausbildungsberuf? Ja, genau, logisch, ja. Das ist ja schon ein künstlerischer Beruf fast. Unter anderem, ja. Also du musst viel Handwerk mit dir bringen und hier und da, aber du musst auch noch irgendwie
ja, wie soll ich sagen, also künstlerisch irgendwas mitbringen. Ja, ja, natürlich, und große Geschicklichkeit mitbringen, ja. Und so, ne? Ja, ja, ja. Heutzutage gibt es ja alles irgendwie Lasermaschinen und Gravürmaschinen. So, soweit der Ausflug in das Berufliche. Was ist jetzt das aktuelle brennende Problem? Dass ich ihr nicht vertraue. Weil? Dass ich nach meiner Ehe, ja? Ja. Viel Scheiße schon erlebt habe, in den letzten 4 Jahren. Richtig, ja, und Vertrauen fehlt mir einfach. Also unangenehme Sachen erlebt hast mit Frauen. Richtig, ja, und wenn mir eigentlich so eine Frau mit so einem Standard hier irgendwie sagt, sie liebt mich, ja, kann ich es nicht glauben. Also ich will dir mal sagen, das hat mit dem Standard nichts zu tun. Ich wäre erstmal, nein, ich wäre erstmal skeptisch, wenn ich jemanden noch nicht kennengelernt habe und nur gechattet habe und telefoniert habe und der sagt schon, ich liebe dich, wäre ich erstmal misstrauisch. Würde ich nie im Leben sagen. Ich muss den Menschen erstmal erleben, ich muss den sehen, ich muss den eine Weile mitkriegen, wie der tickt und wie man miteinander auskommt. Ich sagen würde, ich liebe dich. Da wäre ich erstmal skeptisch. Du sprichst an auf den Standard, weil sie ist Rechtsanwältin, sie verdient vielleicht mehr Kohle als du. Und deshalb meinst du, dass ein Mensch, der mehr Kohle verdient als du, dich nicht lieben könnte, wollen, sollen? Verstehe ich nicht. Ja doch, ja klar. Warum? Standard, schon allein vom Standard. Pass mal auf, ich gehe rauf, ich bin ein Jeans-Typ, ja, und sie liebt, oder ihre Umgebung ist eigentlich alle mit Anzüge und Krawatte. Ja. Ja. Ja? Und jetzt kommt sowas per Chat oder per E-Mail und so, dass alles, egal wie du irgendwas lebst und was du auch ja für einen Standard hast, wie soll ich sagen, ist mir egal, der Mensch zählt. Deine Augen, dein Lachen gefällt mir. Hat sie das so gesagt? Ja, genau. Ich meine, was meinst du, was ich für ausgetickte und schräge Rechtsanwälte kenne, die alles andere als mit Schliff und Kragen rumrennen? Ist sie denn eher, also ich... In der Öffentlichkeit, oder? Wenn sie nicht im Dienst sind, auch in der Öffentlichkeit, ja. Jetzt die Frage, ist sie so eine eher so eine bisschen steife Frau und die so auf Etikette Wert legt und Äußerlichkeiten und so? Oder ist sie auch eher ein lockerer Typ? Mehr steif. Das hast du schon so mitbekommen? Ja, klar. Ja. Aber das Modell von nachher, ne? Alex, was reden wir? Wir stochen im Nebel. Mensch, triff dich doch mit der Frau. Du musst das ja noch alles gar nicht so richtig abnehmen. Vielleicht ist sie einfach auch euphorisiert und man sagt mal schnell einen Satz. Triff dich doch einfach, mach dir doch dein eigenes Bild. Du hast doch gar nichts zu verlieren. Triff dich mit ihr und immer wieder und immer wieder. Du sollst ja noch nicht morgen heiraten oder dich verloben. Lass dir doch einfach Zeit. Beschnupper dich doch einfach mit ihr. Vielleicht hast du ja recht, vielleicht ist es einfach nicht dein Milieu. Vielleicht nervt dich das auch, dieses ganze Getue. Mit Schickimicki ausgehen und auf gewisse Sachen achten und Automarken und ich weiß es nicht. Vielleicht nervt es dich, aber vielleicht merkst du auch, dass die Frau sehr patent ist, dass sie ein guter Typ ist. Und ja, klar. Dass ihr doch eure Ebenen habt, auf denen ihr euch findet. Darauf kommt es ja an. Schon, aber ich bin ein Mensch, der auf, wie soll ich das sagen? Ich bin auf, mein Gott. Sicherheit aus, oder? Nicht auf Sicherheit aus, nein, aber ich glaube sehr viel, was mir gleich am Anfang gesagt wird. Ja, aber du bist oder auch skeptisch. Mir gesäuselt wird, in Anführungszeichen. Ja, das ist ein bisschen gesäuselt, finde ich auch. Aber du bist ja auch ein Kritischer, das höre ich doch, Mensch. Also, klar, ja. Kann doch da gar nicht so viel passieren. Und du hast jetzt 4 Jahre da rumgemurkst und es ist nicht gut gelaufen. Ja, dir sitzt immer noch die Trennung im Nacken von der. Warum hat deine Ehefrau dich eigentlich verlassen damals? Warum? Sie hat sich an 11 Jahren Jüngling gesucht. Ja. Ja. Gut, aber das ist nun alles auch bald schon Schnee von vorgestern. Ich würde sagen, mach es, versuch es und du kannst zu jeder Zeit einen Rückzieher machen. Mach dir nicht so viel Illusionen, geh einfach offen daran und probier's aus. Okay. Alex, Mann. I do my very best, okay? Alles Gute. Tschüss. Alles klar, danke dir. Tschüss. Christian, 21. Hallo Christian. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Mensch, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber egal, ja, wir versuchen. Leider, ich habe so viel zu erzählen. Ja. Und was geht's denn bei dir? Ich habe den schlimmsten Tag meines Lebens hinter mir. Ach du lieber Himmel. Und
zwar ist Folgendes, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich hatte dich in der Sommerpause angeschrieben für eine Autogrammkarte für meine Freundin, magersüchtig. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich da dunkel dran erinnern kannst, da wollte ich gerne eine Autogrammkarte haben. Und um die geht's. Die hat sich heute auf mich, von mir ganz mysteriös getrennt. Ja. Und zwar, ich bin vor anderthalb Jahren 600 Kilometer weit weggezogen, um bei ihr zu sein, weil es ihr so schlecht ging wegen ihrer Magersucht. Mhm. Und es lief alles super, es ging ihr viel besser, sie hat eine Therapie gemacht und Aber was ist heute passiert? Ja, heute ist ganz passiert, war ganz normal die letzten Tage, es war alles toll. Ja. Und heute sagt sie mir dann auf einmal, sie hat keine Gefühle mehr und ich soll mich dabei abfinden und Feierabend. So, dann hat sie mich dann, wie gesagt, sie hat es mir real gar nicht gesagt, sie hat es mir am Telefon gesagt. Und ja, jetzt sitze ich hier allein, ich habe hier kein soziales Umfeld und nichts weiter. Und ach du lieber Himmel. Und das ist jetzt wirklich wie so ein aus heiterem Himmel, ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja, in der Tat, ja. Oh weia. Und ich habe das Gefühl, es ist irgendwas anderes, dass es nicht mit mir zu tun hat, weil sie hat, ich habe gesagt, komm vorbei, sag's mir in die Augen, dass du mich nicht mehr liebst. Und sie hat gesagt, nein, sie möchte mich nicht sehen. Definitiv. Ja. So, und nun habe ich den Verdacht halt, dass es eventuell so ist, dass sie vielleicht denkt, weil ich habe sie quasi zur Therapie getrieben, dass sie denkt, jetzt so einen kleinen Rückfall hat und dass sie jetzt halt denkt, ich hätte sie fett gemacht.